MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Das ist die neue Technik der Airbusse. Echt nicht schlecht. So, nächster Raum. Leute, los, los, los. Trödelt da nicht. Auf dem Boden liegt die Stewardess. Ja, ich sehe sie. Ich werde sie nach draußen bringen. Mach das, John. Wir werden langsam weiter nach vorne gehen. Okay, bin gleich wieder bei euch. Ich werde jetzt erstmal den Brand hier vorne löschen. Alles andere ist Quatsch, weil dann muss ich den Brand löschen. Wunderschön. So, gehen wir auf Seite. Hallo? Oh, das gibt's nicht. So, kurz abkühlen. So. Mike, hier ist Alex. Kannst du mich hören? Ja, ich höre dich, Alex. Wie ist die Lage? Schick die Rettungskräfte hoch zur Maschine. John bringt die Stewardess nach draußen. Jo. Verstanden. Die Rettungskräfte sind schon unterwegs. Hallo. Okay, ab hier übernehmen wir. Danke. Dann gehe ich sofort wieder rein. So, hier ist alles sauber. Was machst du hier? Ist da alles okay? Hier ist kein Feuer mehr. So ein Blödsinn. John, die Tür ist verschlossen. Versuch sie mit der Axt zu öffnen. Chris und ich werden weiter die Flammen im Wie ich im Fernsehen. Und ihr den Rücken frei. Ja. Alles klar. Was ich jetzt ja im Fernsehen gehört habe, die Tür ist nicht aufzubrechen. Die Tür ist offen. Der Co-Pilot liegt hier auf dem Boden. Eben war es noch der Pilot. John, ist nur noch der Co-Pilot. Und bring ihn nach draußen. Chris und ich werden hier den Rest lassen. Guten Tag. Alex, warte, ich helfe dir. Mann, tut das weh. Du musst das von mir runterheben. Alles klar, Mann. Halte durch. Wo ist er denn? Alex! Kannst du laufen? Nein, ich fürchte, mein Bein ist gebrochen. Keine Panik, spring dich hier raus. Nein, kümmere dich erst um das restliche Feuer. Es ist alles gelöscht. Einsatzleitung. Mike, hörst du mich? Ja, John, ich höre dich. Alex ist verletzt. Ich brauche hier dringend Unterstützung. Verstanden, ich kümmere mich darum. Danke, Mike. Ich sehe derweil nach, ob es in der Maschine noch irgendwo brennt. Nein, es brennt nirgendwo mehr. Es ist alles gelöscht. Lol. Es brennt wieder. Sicher. John, wie sieht's aus bei euch? Das Feuer haben wir in den Griff bekommen. Aber Alex scheint sich das Bein gebrochen zu haben. Wir müssen ihn vorsichtig nach draußen bringen. Okay, ich komme zu euch und helfe dir. Danke, Jungs. Auf euch kann man sich echt verlassen. Na komm. Wollen wir mal zusehen, dass wir hier rauskommen? Das wäre nett, ja. Lädt. Schwerer Aufstieg. Gegenwart. Endlich sind wir nochmal da, wo wir waren. Sehr gut. Wir sind ja immer noch am Versuchen, hier lebendig rauszukommen. Huch. Ist doch scheißegal, dass es hinter mir wieder brennt. Hoppala. Hoppala. Ich bin abgestürzt, würde ich sagen. Huch. Passt hoch. Huch passt am besten, glaube ich, ja. Sehr gut, jetzt hat's geklappt. So. Komm schon. Sehr gut. Raus hier, Leute.
unbedingt raus hier. Mike, oh fuck. Hörst du mich? Ich habe den Aufgang erreicht. Alles klar, John. Jetzt noch da hoch und du bist bereits auf der oberen Ebene, wo Chris und Alex dir entgegenkommen. Mike, es sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als würde ich es hier nach oben schaffen. Das Treppenhaus ist völlig zerstört. Gibt es keinen anderen Weg? Oh Mann, kann hier nicht irgendwas einfach mal funktionieren? Sieht leider nicht so aus. Okay, hör zu. Ich versuche eine Alternative zu finden. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz, sagt er. Das ganze Treppenhaus ist weg. Hier sind wir wieder. Hörst du mich? Ja, ich bin noch hier, Mike. Auch wenn du das jetzt nicht gerne hören wirst, aber es gibt keinen anderen Weg. Du musst irgendwie durch das Treppenhaus nach oben gelangen. Super. Wie soll ich das denn anstellen? Das Treppenhaus ist völlig zerstört. Ich weiß es leider auch nicht. Versuch einfach, dich vorsichtig nach oben vorzuarbeiten. Ich werde es versuchen. Aber hier geht's extrem tief nach unten. Ich weiß, dass du das schaffst, John. Na dann mal los. Auf geht's, Leute. Und das alles mit einem relativ uneffektiven Feuerlöscher. So, hier müssen wir drüber springen. Erstmal drüben löschen natürlich. Sieht aber so aus, als ob wir es hinkriegen. Wenn natürlich der Feuerlöscher jetzt nicht vorzeitig einen Geist aufgibt. Sieht nämlich gerade so ein bisschen danach aus, dass er es nicht schaffen würde. Oh, jetzt wird's knapp. Kein Feuerlöscher mehr, Jungs. Einfach durchlaufen. So, super. Ist das das letzte Feuer, wo ich durchlaufen muss? Dann schaffe ich das. Oh, fuck. Fuck, fuck. Oh, scheiße. Ich muss nochmal durch das Kackfeuer hier laufen. Oh, scheiße. Okay, bin tot. Ah, Mist. Das ist doch gemein. Ja, schwerer Aufstieg. Oh nein, ernsthaft? Komm, 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 löschen, 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 löschen. So. Raus. Zum Treppenhaus und dann wieder wundern. Boah, der ganze Aufgang ist zerstört. John, hier sind wir wieder. Hörst du mich? Ja. Ich muss da leider durch. Habe ich verstanden. Nein! Das gibt's nicht. Warum gleite ich denn so an allem vorbei? Ich lande ja überhaupt nicht. Och man. So ein Kack. Will man was umgehen und dann geht's nicht, weil das Spiel das nicht möchte. Vorher das schon mitnehmen. Okay, so. Und jetzt? Was war passiert? Bin ich schon tot? Oh, okay. Gut, die Idee ist nicht so prickelnd anscheinend. Das Feuer scheint sehr heiß zu sein. Feuer im Gesamten ist ja schon heiß. Siehe eine Kerze, ne?
Ich hab's mir einfacher vorgestellt. Das ist natürlich peinlich. Feuerlöscher. Okay, bei das Feuer können wir gerne springen. Das nächste müssen wir schon löschen. Oh, sag mal. Ist aber auch gemein schwer gemacht, finde ich. Hallo, aufstehen. Danke. Das Treppenhaus. Ja, ich habe gewartet. So, erreiche ich die obere Etage. Ich habe schon mal ein bisschen gespart, so gesehen. Jetzt schaffen wir es aber, Leute. Wir kriegen das hin. Ich werde hier drin nicht drauf gehen. Schade, dass das eben mit dem Sprung nicht so gut geklappt hatte. Huh? Fängt das hier vor meiner Nase wieder Feuer, weil es daneben noch brennt. Hallo, geh aus. Stürzt bestimmt gleich trotzdem alles ein und letztendlich, Ende des Liedes, wir sterben. Kann ich mir gut vorstellen bei so einem Spiel. Komm schon. Geschafft. Oh mein Gott, haben wir es wirklich geschafft? Haben wir es wirklich geschafft? Seiltanz. Ah, super. John, hast du es durch das Treppenhaus geschafft? Ja. Ja, ich bin oben angekommen, Mike. Super. Alex und Chris kommen dir dann von der anderen Seite der Halle entgegen. Wie sieht es bei dir aus? Heiß. Hier sieht's aus wie in der Hölle. Alles unter mir steht in Flammen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor hier alles zusammenbricht. Dann lass uns keine Zeit verlieren. Ja. Ich brauche noch einen Feuerlöscher. Dankeschön. Sag mal, wo denn? Die Feuerlöcher sind scheiße gemacht, bin ich ehrlich. Ja, was brennt denn hier noch? Mal hier lang, oder? Sieht zumindest danach aus, dass ich hier lang muss. Huch! Okay, das hätte man sehen können von oben schon. So, schön alles löschen. Wunderbar, dankeschön. Wunderbar.